Hey Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest Geister von Seewacht immer noch und ja, wir sollen jetzt hier mit dem Typen reden und das machen wir mal, damit wir das hier endlich mal beendet kriegen. Ihr habt also ja mit Kornal gesprochen. Dann ist es vollbracht. Gut, Kornal ist ein guter Soldat. Einer der wenigen, die auch dann ehrenvoll bleiben, wenn alles vor die Hunde geht. Unter seinem Befehl wird es diesen Männern gut gehen. Die Ablösung trifft bald ein mit frischen Offizieren aus Melsenchier. Kommt, es ist Zeit, zur Seewacht zu gehen. Ach so, okay. Wir sehen uns. Hau rein, ciao, Brun. Hallo. Brun, mein Schatz, wie geht's dir? Brun? Ich kehrte zurück, um diesen Brief zu finden. Jetzt, wo ich einen Beweis meiner Vergangenheit habe, kann ich mir eine Zukunft aufbauen. Gastür soll verdammt sein. Ja, mein Schatz, okay. Wie geht's der Alpha-Armee? Die reizenden Damen und Herren der Alpha-Armeen waren so freundlich, als meine treue Eskorte zu fungieren. Den ganzen Weg von Melsenchier und davor aus Erathel. Ohne diese guten, wackeren Leute hätte ich niemals überlebt. Allein die Reise über das Meer hätte schon ausgereicht, um mir die Laune zu verderben. Ja, wir verkaufen mal unseren Plunder, genau. Können wir hier bei ihm irgendwas Tolles kaufen oder eher nicht so? Bestimmt eher nicht so, ne? Ich meine, das sind keine schlechten Sachen. Guck mal hier, 156, 73 Körperschaden, das ist gar nicht schlecht. Eine leichte Stufe drunter, also schlechte Sachen hat er nicht, der Bruni. Können wir hier vielleicht ein paar gute Schuhe mal kaufen? Oder irgendwas anderes Cooles? Ja, zu viel Macht. 239, auch zu viel Macht. Guck mal hier. Ach, guck mal. Sogar zwei mal Funktionen. Das sind bessere Fruchtschuppengamaschen. Eigentlich. Halskette der Ausrottung. Okay. Gemme der Entschlossenheit. Können wir hier bei ihm eine gute Epic-Gemme kaufen? Okay. Ja, dann lassen wir es erstmal. Verdammte Feuchtigkeit. Ja, verdammte Feuchtigkeit. Das sage ich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich hier in Amalur spiele. Ihr habt es nur nicht gehört. Ich habe es immer gesagt. Verdammte Feuchtigkeit. Genau das. So, wir laufen zurück. Kann man hier rein? Nein. Mal Hallo sagen? Nö. Wo soll ich lang? Hier. Lalalalala. Zurück in Amalur. Paradiesischen Amalur. Guck mal, da warten Freunde. Der eine Klopsi hat sich schon mal hingesetzt. Der Klopsi 2 auch. Was ist mit Klopsi 3? Klopsi 3 auch. Könnte gut werden. Ich bin gar nicht da. So, fangen wir doch mal bei dem an. Okay, die anderen haben es gemerkt. Das war jetzt scheiße. Mano, ihr habt es mir verkackt, ihr anderen Scheißviecher. Ja, komm. Lasst es sein. Aha. Und du bist vergiftet. So. Reparaturkit. Bam, 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 bam. Bada, bam, bam, bam. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Lul, 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 lul. Okay, ich sollte es lassen. Können wir mal ein bisschen hier. Ach, guck mal, der. Den kriegen wir. Ach, den kriegen wir auch. Und da kann ich sogar erstmal hinlaufen. Oder? Ja. Na, 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 na. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Und weg mit ihm. Eiskalt abgeschlachtet. So. Lauf mal ein bisschen schneller hier. Hast dir nicht so viel Zeit, Uschi. Uschi kann auch mal per Schnellreise. Ich habe keinen Bock mehr hier. Huch, das war ein bisschen da. Seewacht, wir kommen. Haben wir das denn jetzt hier langsam mal erledigt und muss ich jetzt noch mehr Leute für die Seewacht holen? Ich dachte eigentlich, das lässt sich mal ein bisschen schneller hier. Wir haben auch noch ein bisschen andere Sachen zu tun.
Wollte ich nur mal gesagt haben. 5 Minuten schon wieder. 5 Minuten! Oh, die Zeit, ne? Und ich hau schon immer rein. Aber was soll man machen? Da sind jetzt ganz schön viele Kisten hier. Hast ganz schön umgekrempelt hier, Birn. Lasst mich euch als Erster sagen, wie froh ich bin, Erion Odi wiederzusehen. Wirklich ein feiner Alphar. Es gibt nur wenige von seinem Schlag. Gewiss, auch ich leiste gute Arbeit, ohne mich brüsten zu wollen. Habt ihr die Verbesserungen gesehen? Ich mache große Fortschritte. Nur einen Bediensteten gilt es noch aufzuspüren. Ich sehne seine Rückkehr nicht unbedingt herbei, doch wir brauchen einen Händler. Er heißt Astor Kuliane und er ist fürchterlich. Angeblich durchwühlt er die Kriegsbeute in Mel Senshir. Der schmutzige alte Plünderer. Warum holen wir dann nicht einen anderen Händler, wenn er den so doof findet? Wo ist denn dieser Astor? Der kleine Aasgeier sitzt vermutlich auf irgendeinem Leichenhaufen. Das letzte, was ich hörte, war, dass er die Überreste von Mel Senshir durchwühlt. Mhm. Lebt dann wohl. Können wir uns ja gleich wieder auf die Socken machen. Ich könnte hier mit meinen Chakrams alles kaputt deppern, aber ich mach's nicht, weil er das ja alles sorgfältig hier erst hergeschleppt hat. Das wollen wir nicht gleich wieder zerstören. Unserer Zerstörungswut. Oh, der ist aber hier echt weit weg. Naja, Mel Senshir hat er ja auch gesagt. Dann suchen wir den mal, den Deppen. Hoffentlich ist er jetzt nicht irgendwo im hintersten Winkel der Stadt, sondern relativ weit vorne. Das wäre nett. Oh, das ist er sogar. Ach, der ist... Ach so. Kennen wir den dann nicht? Hier, guck mal. Da, steht er schon. Hallo. Kein schöner Anblick, was? Sehr blutig. Ein richtiges Massaker. Nennt mich Astor. Astor Kuliane. Gemischtwarenhändler. Nicht, dass Mel Senshir ein blühendes Handelszentrum wäre. Eher ein Friedhof. Ich brauche euch auf Seewacht. Scherzt ihr? Seewacht? Diese alte Ruine? Ha! Da würde ich ja eher die Toten plündern. Moment. Das ist gar keine so üble Idee. Lasst mich über euer Angebot nachdenken. In Seewacht hatte ich einen eigenen Zugang zum Meer, einen geschützten Platz. Also schön. Ich tue es. Aber erst müsst ihr mir noch nicht dein etwas Ernst besorgen. Der gefeite Edster besitzt etwas, was ich begehre. Einen Dolch, der einem gefallenen Tuata-General gehörte. Er würde einen guten Preis einbringen. Beschafft ihn mir. Ihr findet Fridi in der Taverne oder in der Stadt. Ich habe nie eine schlechtere Soldatin gesehen. Ihr geht es nur um Beute. Genau wie mir. Ganz ehrlich, das nervt langsam. Habt ihr es in der Gosse versucht? Oder in ihrem eigenen Erbrochenen? Nein, versucht es in der Taverne. Aber früher oder später solltet ihr an eine der ersten Varianten denken. Eklig, ganz ehrlich. Aber schön, dass wir jetzt hier noch mehr rennen dürfen. Es ist ja auch gar nicht nervig. Okay, kriegen wir hin. Ganz schnell. Ab in die Taverne. Ich mag das immer, wenn diese Dudelmusik dann da ist. Das ist so richtig schön mittelalterlich. Das muss sein. Guck mal. Als der große Miskaru kam, glaubte ich, wir wären verloren. Ja, was gibt es? Moment, ich kenne euch. Ah ja. Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche Niskaru-Lords getötet? Jetzt soll ich euch wohl eine Runde spendieren, was? Ihr habt ein Dolch. Oh ja. Ich habe 4 Angebote abgelehnt. Einem Kerl die Nase gebrochen, der ihn stehlen wollte. Und einen Heiratsantrag ausgeschlagen. Der Dolch gehört mir. Die Tuata werden kommen. Wollt ihr mir jetzt Angst einjagen? Das ist die schlechteste Taktik bisher. Da wäre es besser, ihr würdet mir den Dolch aus der Tasche stehlen. Das könnten wir tun. Erzählt mir von dem Dolch. Er gehörte einst einem Tuata-Priester und ist höllisch selten. Jedenfalls schließe ich das aus all dem Interesse. Toll, ich kann bezahlen. Plötzlich ist dieses Kaff voller reicher Herren und Damen. Also schön. Ich nehme euer Gold. Aber nur, weil dieser Krempel nie im Leben so viel wert ist. Alles klar. Mehr will ich auch von dir gar nicht wissen, außerdem... Amaldor Kura ist uns Kriegsgeweihten ein guter Anführer. Jedenfalls sind 250 Gold echt nicht viel. Also das ist ja ein Klacks für uns. Und deswegen gehe ich jetzt wieder zurück und wieder bricht die Musik ab. Das war schon immer so in Mel Senshir und wird auch immer so bleiben in Mel Senshir. Deine Dolche wolltest du haben. Ah, sehr gut, wahrlich.
Wärt ihr nicht so sehr damit beschäftigt, Niskarulords zu töten, wärt ihr eine gute Diebin. Aber haltet euch lieber weiter an das Mord. Habt ihr gekauft. Ich gehe mit euch zurück nach Seewacht. Aber wenn dieser Büren Elgar mir auf die Nerven geht, verschwinde ich. Er ist wirklich eine Warze am Hinterteil eines Bolgans. Okay. Bis dann. Auf bald. Die Heldin yeah, von ich bin's. Lyria lächelt ja, auf Jungs. Uns herab. Komm, wir gehen ein Trinken. Oder auch nicht. Ich darf jetzt wieder abhauen, ne? Per Schnellreise, wie immer. Wieder zurück zur Seewacht. Hoffentlich ist der Gnom da auch schon. Ich denke mal, ja. Die reisen ja auch schnell. Ich hab ihn hergeholt. Hab auch nicht viel Geld bezahlt. Herrin, es ist vollbracht. Die Bediensteten sind alle zurückgekehrt. Seewacht ist Hurra! Wieder zum Leben erwacht. Ich habe lange gelebt und vielen von adligem Blut und ehrenhaftem Charakter gedient. Doch keiner war wie ihr. Keiner. Die Festung gehört euch, Herrin. Und wie immer stehen euch eure Bediensteten demütig zu Hurra! Diensten. Hurra! Okay, finde ich gut. Ja, sag wohl. Das nicht so traurig. Wir sehen uns bestimmt... Okay, wir sehen uns vielleicht nicht wieder, aber... Ah, ah, Quest geschafft. Ist das nicht toll? Juhu. Okay. Kann ich denn jetzt eigentlich hier weg? Da. Jetzt raus. Wir wollen nämlich raus. Wir müssen sogar raus. Ich finde es toll. Ich finde das toll, dass wir das Schloss wiederbelebt haben. Da kehrt man doch viel lieber den Rücken zu, wenn man weiß, alles ist wieder in Ordnung. So. Jetzt machen wir uns auf etwas Interessantes auf, habe ich entschieden. Wir gehen wieder ganz zum Anfang zurück, denn es gibt ein paar Dinge, die ich... Gorgurt, nee, da wollte ich nicht hin. Ich will nach Gorhard, dem Beginn unseres Spiels. Denn ab dieser Stadt und in weiteren anderen Städten gab es ein paar Nebenquests, die man aber, so wie das Haus der Balladen, auch erweitern hätte können, was ich aber nicht getan habe. Und diesen Dingen will ich mich jetzt widmen. Und es handelt sich hierbei um diese ganzen Typen, die mit uns immer irgendwie, ja, die wollten halt immer, dass wir da mitmachen und uns dem Haus anschließen und blablups. Willkommen in Gorhard. Sieht man immer eigentlich am Schwert, da müssten die eigentlich sein. Das heißt, der müsste jetzt hier drinnen sein, im Gasthof. Und da stehen dann diese Typen immer an den Seiten mit ihrem Ausrufezeichen und den können wir uns anschließen. Und das, da ist er auch schon. Das machen wir jetzt mal, das ist der Beginn dieser Nebenquests. Arbeit, Arbeit ja. Und noch mehr Arbeit. Gorhard, also es ist schon lange her, dass wir hier waren. Relativ am Anfang kehren wir als Heldin von Melsin Shear und Töterin von Dingsbums zurück. So. Ich werbe Mitglieder für die Kriegsgeweihten an, Göre. Wenn ihr euch uns nicht anschließen wollt, ja, verschwindet. Weil er immer so unfreundlich war, wollte ich es eigentlich nie. Aber jetzt machen wir das mal. Können wir das mal machen? Ihr könnt ein Gesuch zur Aufnahme in unseren Orden stellen. Oder ihr könnt weiterziehen und mich in Frieden lassen. Ich würde gerne beitreten. Ihr könntet geradewegs zur Schildringfeste gehen und euer Schwert anbieten. Mit einer Empfehlung von mir wären eure Erfolgsaussichten jedoch höher. Um sie euch zu verdienen, müsst ihr etwas Empfehlenswertes tun. Es gibt zwei Brüder, Abschaum der Roten Legion, namens Oskar und Medgar Krast. Bringt mir Beweise, dass ihr sie beseitigt habt. Ich zahle mit Münzen und meinem guten Wort. Das ist ein Klacks für uns. Wo sind die Gebrüder Krast? Oskar verbirgt sich irgendwo im Wald nördlich von hier. Medgar wurde zuletzt östlich des Lagers seines Bruders gesehen. Bringt mir ihre Legionsdolche und ich bezahle euch mit Münzen. Und einer Empfehlung, der Orden solle euch aufnehmen. Super. Also gut. Wir haben alles, Yay. Was ihr so, braucht. So, jetzt geht's los. Beginnen wir mit den, ja, ich nenn's mal Hausquests oder Stadtquests irgendwie. Yo, ich grüße euch. Weil darum habe ich mich leider nie gekümmert, hätte ich mal tun sollen. Aber dafür sind wir jetzt unbesiegbar stark. Und mal gucken, wie schnell wir dann den ganzen Krempel hier gelöst kriegen. Dafür kriegt man übrigens auch Errungenschaften. Ich bin auch ein bisschen scharf drauf, dass ich die jetzt endlich kriege, weil ist ja schon eine Weile her, hatten wir den Singstein da hinten schon. Ja, sonst würde der blau leuchten. So, hier sind bestimmt so kleine Boggarts, ne? Ah, süß.
Guck mal, da brauchen wir nur einmal drauf schießen, dann sind die tot. Voll süß. Ja. Lass gut sein mit der Mucke. Das lohnt sich nicht. Glaub mal. So. Braucht doch hier gar nichts einsammeln, oder? Das ist doch Quatschi. Also, vielleicht die Blitzscherbe noch, aber sonst. Das lohnt sich, glaube ich, nicht so. Da oben müssen wir hin. Ah, da. Guck mal, hier waren wir nämlich noch nie. Uiuiui. Jetzt laden wir, mischen wir aber den Laden auf. Kämpfen wir. Ja. Das war's. Ja, yeah. Das ging schnell. So, jetzt haben wir seine Klinge. Damit haben wir unsere Empfehlung sicher. Klar, steht man am Anfang hier, ist das alles nicht so einfach. Aber irgendwie macht es das auch schon wieder lustig. Hey, hey, hey. Gut, die Truhe ist zwar schwer, aber ne? Alles kaputt. Bashen. Achso, ich möchte eigentlich meine Waffen auch mal wieder ändern. Hier, dödödö. Noch eine Truhe. Da mal bitte ran. So. Danke. Nee, will ich alles nicht. Guti. Dann wieder zurück. Oh. Eine Bandtruhe oder ein Singstein? Irgendwie sowas. Was denn, was denn? So, das Ding liegt im Liegen hier und kann man benutzen. Okay, habe ich jetzt gar nicht gecheckt gehabt. Gedacht, oben steht da irgendwo. Ach, komm, Schnellreise, was soll das? Ja, dauert viel zu lange. Gohard, ab zurück, Empfehlung holen. Zacki die Bohne. Bock. Man kommt hier mal her und die Hühner. Bock, bock, bock. Finde ich gut. Wo ist er denn? Es ruckelt immer so ein bisschen leicht. Ihr solltet den Mönchen nicht trauen. Sehr gut. Die beiden wird gewiss niemand vermissen. Bringt dies zur Schildringfeste und sprecht mit Tine Delfrick. Er wird euch allein auf mein Wort hin Arbeit geben. Alles klar, wo ist die Schildringfeste? Geht in den Norden der Stadt und nehmt dann die Straße nach Osten. Ihr werdet dort auf Tine Delfrick treffen. Er ist es, mit dem ihr sprechen müsst. Okay. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann vielleicht unter dem Banner der Kriegsgeweihten. Ja, und schon ist er netter, ne? Schon sind sie alle auf einmal scheiße nett. Ja. Wobei unter dem Banner da stehen, könnte ja auch heißen, dass er gegen mich, aber das glaube ich nicht, weil er will ja, dass wir dazugehören. Die Rote Legion. Ja, ja, ich weiß, die Rote Legion. Die haben wir schon längst platt gemacht. So, jetzt gehen wir in die Feste. Hier geht's dann weiter. Ich glaube, da waren wir auch mal drin, ne? Na? Ihr seid wohl hier, um uns beizutreten, was? Wie eine Besucherin seht ihr jedenfalls nicht aus. Ja, bin ja auch die Heldin voll. Ja, okay, ich bin hier der Superwoman. Ich glaube, mittlerweile weiß es jeder. Dö-dö. Nun guck mal einer an. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt schon mal drinne waren, ja, aber... Dö-dö. Schon cool. Irgendwie. Mal hier das Gewölbe. Ist schon spannend irgendwie noch. Da ist auch das Banner. Aha, mhm. Okay, gehen wir mal hin zu ihm. Eine Empfehlung von Ordura. Hm? Damit bekommt ihr euren ersten Auftrag. Aber die Arbeit einer Soldatin erfordert mehr als das. Wegen der Arbeit. Es gibt Patrouillenarbeit zu erledigen, wenn ihr dazu bereit seid. Alles klar. Eine Gruppe von Händlern hat uns damit beauftragt, herauszufinden, warum von einer Straße in Lorcarane immer wieder Händler verschwinden. Reist nach Didenhil und trefft euch dort mit einem Söldling namens Wühlrendig. Ihr findet ihn vermutlich bei der Heilerin. Meldet euch anschließend bei der Wächterbrücke. Ihr werdet die Gegend gemeinsam mit einem weiteren Trupp von Söldlingen absuchen und dafür sorgen, dass die Straßen sicher sind. Alles verstanden? Gut. Wohin soll ich nochmal gehen? Sucht Söldling Rendig in Didenhill auf. Versucht es als erstes bei der Heilerin. Schließt euch dann der Patrouille und gut. Okay. Dann verschwindet. Was
Ach, da hinten ist noch mehr Kram zu tun. Das können wir ja immer noch machen, wenn wir das hier erledigt haben. Wir werden ja bestimmt noch öfters hier vorbeilatschen. So, dann wollen wir mal wieder nach Jolvan latschen. Wo ist denn jetzt der Trupp? Leute. Und da ist noch jemand, der was will. Hier in der Ecke. Mensch, Nebenquests-Alarm. Hi. Oh, hallo. Hereinspaziert. Gönnt euch selbst das Vergnügen meiner Gesellschaft. Ich bin der große Oleander Sinclair, Virtuose der Alchemie. Heute biete ich den Bürgern von Jolvan ein attraktiv gutes... Was biete ich doch gleich an? Verfluchter Trank lässt und nach. Und was lässt nach? Ein Trank. Sein Trank, meine ich. Oleander Sinclair. Wisst ihr, ich bin gar nicht er. Er ist ein Toter, den ich in einer Mine in der Nähe gefunden habe. Bin quasi auf ihm gelandet, aber er war schon tot. Vielleicht habe ich sein Geld genommen und einen seiner Tränke getrunken. Da fing diese merkwürdige Sache an. Ich konnte Tränke herstellen. Tonika, Stärkungsmittel, Kräftigungsmittel. Die Alchemie liegt mir. Aber die Wirkung des Tranks lässt nach. Helft ihr mir, einen neuen zu brauen? Wer seid ihr überhaupt? Sagen wir einfach, bevor ich zu Oleander Sinclair wurde, war ich weniger ein reisender Alchemist und mehr ein Räuber, der reisende Alchemisten ausraubte und andere Leute. Ja, ich helfe dir. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Tranks. Kein Wunder. Ich erinnere mich nicht einmal an meinen eigenen Namen. Das ist der Preis dafür, ein Lügner zu sein. Diese Hunde von Kriegsgeweihten haben vermutlich einen Trank in ihrer Festung. Vielleicht. Sie lassen mich nicht rein, weil ich ein Lügner bin. Man könnte den Trank auch aus den richtigen Reagenzien herstellen. Aber das wäre mit Arbeit verbunden. Und wir müssen uns beeilen. Ich werde mit jedem Moment dümmer. Das ist schon leicht lustig. Wo ist der Trank? Durchsucht die Festung und ihr findet etwas Nützliches. Ihr glaubt ja nicht, was diese Kriegsgeweihten dort alles hamstern. Doch, schon. Ja, auf bald. Ist schon merkwürdig. Ach so, ich wollte das jetzt gar nicht machen. Die Straßenpatrouille, jetzt fange ich auch schon an. Genau, es ist jetzt auch wieder als Unterordnung des Hauptquests, weil es gar kein Nebenquest ist. Also wie gesagt, es ist so ein Gruppierungsquest, wie auch immer. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns dann hier auf im nächsten Part. Sei denn, da komme ich jetzt ganz schnell hin. Dann schaffe ich den Kram hier vielleicht noch. Deal Hill. Mir geht's gut. Euch? Ich habe nur noch wenig Zeit zum Aufnehmen. Vielleicht können wir ja hier schon mal... Das hier ist das Dorf Deedenhill. Deedenhill. Okay, ich gehe rein, aber dann nicht wieder raus. Also nicht in dem Paar. So, hier. Nun, da ist die Heilerin, die kennen wir schon. Der hatten wir damals geholfen mit den Pestschilden. Das weiß ich wohl noch gut. Und hier ist auch der Wühlrendig, mit dem wir reden sollen. Und eine weitere kranke Patientin immer noch. Ja. Ist nett hier. Ja, hier können wir erstmal rasten, warten, weiß ich auch nicht. Astrid Frisk, genau so hieß sie. Und dann kümmern wir uns um den Gruppierungsquest. Das nächste Mal ist ganz spannend. Ist halt nochmal ein bisschen was hochwertigeres, sage ich jetzt mal, als die normalen Nebenquests. Deswegen wollte ich das mit euch zusammen noch machen, diese ganzen Gruppierungsquests. Wie auch immer man sie nennen will. Bis dann.